Let's Play Fallout 3 Volt 92, letzter bekannter Volt. Gucken wir mal, was der hier so bietet. Shit. Was musste ich auch klicken? Was habe ich denn erwartet, was passiert? Außer, dass die Tür zugeht. Oh, jetzt dachte ich schon. Was habe ich erwartet, wenn ich auf den Schalter klicke, der eine Tür schließt oder öffnet? Was passiert? Dass irgendwie plötzlich... Keine Ahnung. Ein kleiner Wichtel kommt und mir einen Goldschatz gibt. So. Sehr gespannt, was wir hier so finden werden. Eine Biene. So, wofür wurde die... Aha, hier hätte ich die Falle jetzt ausgelöst. Wofür baut jemand eine Falle, die nach innen zeigt? Soll jemand... hier den Volt nicht verlassen. Okay, da vorne sehen wir schon Gegners. Alles voller dieser blöden Fliegen. Ich habe ins Gehirn... Man kann das Gehirn anvisieren. Wie cool ist das denn? Kann ich wieder aufs Gehirn schießen? Diesmal nicht. Einer von uns wird diesen Ort lebendig verlassen. Möge der Kampf beginnen! Ach, da oben. Nicht getroffen. Verdammt. Ich werde jetzt erst langsam warm. Es ist schon verblüffend, dass ihn... Dein Leben ist keinem Pfifferling mehr wert. Aber was haben die hier drinnen gemacht, dass hier alles voller dieser Blähfliegen ist? Alles leer. Das besonnene Herz muss immer obsiegen. Das kann man ja kaum. Dick. Einen Kampf nennen. Ein funktionierendes Terminal? Ein funktionierendes Terminal. Level erhöht. Und es geht fröhlich weiter mit dem Terminal knacken. Wir werden aber jetzt nichts anderes mehr tun. Mein Ziel in Fallout 3 ist so viel wie möglich verschiedene Terminals finden und knacken. Korrekt? Ja, das geht ja. Volt interne Post an Richard Rubin, Aufseher von Volt 92. Das ist nun das fünfte Mal, dass ich Sie darum bitte, den Ansässigen hier unseren Vorrat an Kopfhörern und persönlichen Audiogeräten zur Verfügung stellen zu dürfen. Es scheint mir nicht fair, dass Sie Ihre Musikauswahl nur in den Studioräumen genießen dürfen. Ich habe einen großen Vorrat dieser Art Geschäften, Gerätschaften, die es Ihnen ermöglichen würden, sich entspannt im Bett Ihre Musikaufnahme anzuhören. Bitte teilen Sie mir Ihre Gründe in dieser Angelegenheit mit. Nächste Post. Ich freue mich, bekannt zu geben, dass wir im Vault-Laden ab heute Erdbeerpudding für 10 Arbeitspunkte anzubieten haben. Der Vorrat ist natürlich sehr begrenzt, also Beeilung, bevor alles weg ist. Aus Ihrer letzten Nachricht schließe ich, dass wir einen Deal haben. Ich gebe Ihnen alles, was auf Ihrer Liste steht, im Tausch gegen die Waffe, die wir besprochen haben. Es wird immer schlimmer in dieser Vault. Nahezu die Hälfte der Bewohner sind dem Wahnsinn verfallen. Ich will nur vorbereitet sein. Keine Sorge, ich werde das Gewehr in meinem Safe aufbewahren, damit es niemand zu Ihrer Abteilung zurückverfolgen kann. Safe entsperren. Ah.
Und Medizin, so. Weiter. Was machen wir nun? Nö, 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 nö. Nö. Auch nicht. Ach komm, nimm mal das. So, wo ist denn der Safe? Da. Na, der hat ja einiges hier drin gebunkert. Oh Mann. Und ich habe mir jetzt gedacht, hier kommt jetzt bestimmt irgendwas Geiles, wenn schon von irgendeiner Gewehr da die Rede ist. Dann kriegst du eine Watts Laserpistole. Das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Vor allem, warum sind die Leute hier denn wahnsinnig geworden? Overseer's Office. Nix. Nix. Aha. Die letzten Daten machen mir etwas Mut. Anscheinend verfallen 33% der Subjekte ab und zu in einen tranceähnlichen Zustand. Wir sind uns recht sicher, dass die Subjekte in diesem Zustand beeinflusst und programmiert werden können. Wir haben die Tests begonnen, indem wir subtile Schlüsselreize in die Subjekte implantiert haben, die sie ihr Ohr kratzen oder ihr Haar kämmen lassen. Bisher bin ich in der glücklichen Lage, eine 100%ige Erfolgsquote bei dieser Implantierungsmethode zu vermelden. Aha, also, wie zu erwarten, natürlich Versuche an Menschen hier gemacht wurden. Was anderes hätte mich auch enttäuscht. Katastrophe. Eines unserer Testsubjekte, V920717, hat heute drei andere Ansässige in einem noch nie dagewesenen, unbändigen Hass getötet. Das Sicherheitsteam brauchte fast 23 Schüsse, um ihn zu töten. Zuvor hatte das Subjekt noch nie Anzeichen von Gewalt oder Geistesschwäche gezeigt. Dieses Subjekt ist einer unserer erfolgreichsten Implantatsträger und kann im Trance-Zustand komplexe Anweisungen durchführen. Das macht mir Angst. Aha. Also haben die so eine Art versucht, hier Schläfer zu machen oder sowas. Richard Robbins Terminal. Gemäß den Weisungen wurde die Senderausrüstung für das weiße Rauschen von den Soundkabinen umgeleitet und direkt an die gesamte Lautsprecheranlage der Vault angebunden. Ich kann nun Vault-Tech-Geheimplan WRHSKV Weißes Rauschen, Hirnsuggestiv, Kampfversuche durchführen. Ich habe drei Helfer aus Professor Molleus Team und hoffe bald konkrete Ergebnisse vorlegen zu können. Die Techniker haben es so arrangiert, dass das WR sowohl vom Kontrollzentrum als auch von den lokalen Sicherheitskonsolen aus ausgelöst werden kann. Das Kennwort für diese Konsolen lautet UIY2249. Die WRHSKV-Ergebnisse übersteigen wirklich jegliche Erwartungen. Die schiere Kraft und Ausdauer der mit Kampfsuggestivimplantaten versehenen Testpersonen ist unglaublich. Man stelle sich eine ganze Armee von Leuten vor, die niemals einen direkten Befehl des Oberkommandos missachten und erst nach über 20 Kugeln kampfunfähig sind. Molleus sagte, ist ein Fehlschlag. Es hat also einige Todesfälle gegeben. Ein Schritt zurück, zwei nach vorn. Es ist einfach, das, was alle in der Vault Wahnsinn nennen, zu unterdrücken. Ich habe ihren Suggestivimplantaten ein Befehlswort hinzugefügt. Man braucht nur, Geistesgesundheit ist nicht zu statisch, zu sagen. Und sie bleiben auf der Stelle stehen. Ich habe die Wachen davon in Kenntnis gesetzt, ihnen aber gesagt, dass sie das Kennwort nur außer Hörweite anderer einsetzen sollen. Molleus sagt, das haben wir gerade. Das Kennwort wirkt nicht mehr gegen die Irrsinnigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel passiert ist, aber ich verliere hier die Kontrolle.
Wenn wir der Lage nicht schnellstens Herr werden, haben wir eine gewaltige Revolte am Hals. Rill stachelt den Rest der Vault zum Handeln an. Leider habe ich in Anbetracht der Macht, die mir seitens der Voltec Corporation verliehen wurde, keine andere Wahl, als ihn zu töten, als töten zu lassen. Was für ein Verlust. Persönliche Notiz? Ah, okay. Deckung. Ist da? Nee. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Soundtesting, okay. Nicht mehr raus. Alles nehmen. Ein ganz doofes Geräusch. Alles, was ich hier tun kann. Safe und Munitionskiste, mehr geht nicht. Okay. Whatever. Was zum Henkel war das da unten? Da unten sind wir doch vorhin auch vorbeigekommen, da wo diese Türe kaputt war. Das war hier. Die Richtung wieder, ne? Oder täusche ich mich? Hä? Nee. Was war denn das? Ach nee, ist doch nicht das. Hm. Warum ging's nirgendwo mehr hin? Das habe ich nichts mehr gesehen. Jetzt gucken wir einfach nochmal. Oh! Es wird kurz, aber schmerzhaft. Versprochen. Wo kommt der denn jetzt her, bitte? Wir sind dahinter. Geht's doch irgendwo raus. Hm. Ich habe keine Ahnung. Keinen Schimmer. Was machen denn Meyerlurks hier drin? Bläfliegen, Meyerlurks. Wo sind die ganzen Insassen? Keine Spur mehr von denen. Na ja, gut, die ganzen Leichen natürlich. So. Okay, hier geht's nur wieder da hoch. Klinik? Da waren wir auch schon. Hier waren wir doch überall schon. Ah ja. Jetzt aber. Ich töte nur. Oh. Ah! Ich spüre, dass ich am Leben bin! Hm.
So. Gut, hast doch nochmal geguckt, aber ich wäre jetzt einfach rausgelaufen. Ich hätte gerne eine Erklärung, warum die alle hier drin sind. Aber schmerzhaft versprochen. Ach, der ist schon leer. Nichts. Aber man hört immer noch diese komischen Geräusche. Verfügbar. Aha. Aha. Tonsequenz wird gestartet. Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen. Wie ist der denn jetzt gestorben? Au. John Ediglios Notiz. Schlüsselcode für Datenspeicher. Ich bin abgeschnitten und habe keine Ahnung, ob es noch geistig Gesunde gibt, und so habe ich mich in diese Kamera auf Ebene B eingeschlossen. Falls jemand diese Notiz findet, dann sagt meiner Familie, dass ich nicht wahnsinnig geworden bin wie die anderen hier. Lasst sie wissen, dass ich würdevoll gestorben bin, wann und wo ich entschieden habe. Auf keinen Fall lasse ich mich von diesen Irren in Stücke reißen. So werde ich nicht gehen, an meine Frau und Kinder. Ich liebe euch über alles. Ach, die hat mich vorhin erwischt. Sind die jetzt alle tot? Was habe ich gemacht? Oh, Quantum. Sind jetzt alle umgefallen? Zugang genehmigen. Evakuierungssignal. Die gehen hier drauf, wenn ich da irgendwas starte. Was ist denn das für ein Evakuierungssignal? Passt. Scheiße. Glückwünsche, gut gemacht allesamt. Sieht aus, als sind die derzeitigen VR-Tests ein voller Erfolg mit einer Fehlerspanne von weniger als 1%. Obwohl es in puncto Datenanalyse noch viel zu tun gibt, verdienen sie alle einen Klaps auf die Schulter für ihre ausgezeichnete Arbeit. Weiter so. Hier sind die gewünschten Daten zur Testperson V920717. Wir sind völlig ratlos, warum ein Teilnehmer der VR-Experimente ein solches Verhalten entwickeln sollte. Sobald wir die Autopsie abgeschlossen haben, werden wir versuchen herauszufinden, warum er wahnsinnig geworden ist. Tut mir leid, Rick. Wir werden der Angelegenheit bald auf den Grund gehen. Wir haben ein ernstes Problem am Hals und ich warte immer noch darauf, dass sie meine letzten Vault-internen Postnachrichten beantworten oder mich aufsuchen. Ich habe 7 weitere Todesfälle zu melden. 3 Vault-92-Bewohner haben dieselbe Symptome erlitten wie Testperson V920717. Wie viele müssen denn noch sterben, bevor sie erkennen, dass wir in tiefen Schwierigkeiten stecken? Wir sind hier draußen allein, niemand wird uns retten kommen, wenn überhaupt noch einer übrig bleibt. Ich bitte sie inständig, mich sofort zu sehen und diesen Schlägertrupp von den Türen ihres Wohnquartiers abzuziehen. Abteilung 4 wird jetzt streng bewacht. Ohne persönlichen Geleitschutz komme ich schon gar nicht mehr rein. Nach meiner Schätzung sind über 30% der gesamten Vault-Bevölkerung klinisch wahnsinnig und für den Rest von uns eine ernste Bedrohung.
Uns bleibt möglicherweise keine andere Wahl, als die Vault zu verlassen. Besser als das Risiko, draußen einzugehen, als hier drin. Sie ignorieren mich weiterhin und jeglicher Versuch, meinerseits mit ihnen in Kontakt zu treten, endet in Schlägereien mit ihrem Wachen. Es ist offensichtlich, dass hier etwas faul ist und ich werde herausfinden, was. Ja, da hat der Doc wahrscheinlich so ein bisschen versucht, mit den ganzen Dingen hier, und den ganzen Leuten so einen kleinen Aufstand zu machen, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. So. Wahrscheinlich gibt es hier auch jetzt schon gar nicht viel mehr. Aber gut, dass die ganzen Mai-Alerts jetzt so hops gegangen sind. Mir jede Menge das Arbeit besonnene gespart. Herz muss immer obsiegen. Ja. Utility? Die Stunde des Todes rückt näher. Das war einfach nicht. Ich töte nur, damit ich. Komm mal raus, Fox. Mach dieses Mal. Ich treffe gerade nichts mehr. Die Zeit ist reif. Perfekt, danke Fox, bist der Beste. Kriegst ein Eis zum Selbstkostenpreis. So. Da geht's raus, da bin ich rein, okay. Dann denke ich, sind wir hier drin auch schon wieder. Ja. Bisher verläuft das Experiment genau wie geplant. Wir setzen die Ansässigen über das Lautsprechersystem weißem Rauschen mit extrem niedriger Frequenz in regelmäßigen Intervallen aus. Der Einsatz des schalldichten Aufnahmestudios und der Musiker war eine gute Idee. Ich ziehe den Hut vor dem Scharfsinn des Vault-Tec-Auswahlkomitees. Tja, und ich ziehe meinen Hut vor euch und sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und morgen geht's weiter, Fallout 3. Denke ich mal, dass wir mal eine Richtung Oasis dann gucken. Bis dann.